Sehen Sie diese Dame hier? Ja, wie schön. Also, sie sieht aus wie ein Engel. Ja, sie ist sehr schön gebaut. Kennen Sie sie? Habe nicht die Ehre. Welche schöne Gesichtsfarbe. Oh ja. Ich habe nie in meinem Leben ein so schönes Gesicht gesehen. Ihre Zähne sind weißer als Schnee. Man sieht es ihr an den Augen an, dass sie sehr viel Verstand haben muss. Die Schönheit kann man wohl sehen, den Verstand aber nicht. Dieses Theater hat er geschafft. Ja, dieses Theater schon sehr. Leider gefällt mir. Er spielt sehr gut. Er ist der Bruder eines höheren Beamten. Ja, er ist unerfahrlich. Leider spielt alles. Was halten Sie vom ersten? Oh. Sein Spiel gefällt mir sehr. Ja, Sie haben recht. Die Natur hat ihn mit großen Gaben ausgestattet. Diese Bühne kann sich rühmen. Ja, und man hat mich versichert, sie wirfe sich kühl mit den bedeutendsten Ensembles von Europa. Verzeihung, aber wer ist die Dame, die denn ständig noch immer ihren Kuchen öffnet? Die zweite Liebhaberin. Scheint noch sehr jung zu sein. Wissen Sie denn nicht, dass alle Damen am Theater sich eines ewigen Frühlings zu erfreuen haben? Wie recht Sie haben. Ja, es gefällt mir sehr gut, das neue Publikum. Ja, das Spiel ist ewig. Und natürlich. Macht gute Figuren. Wie gefällt Ihnen das Stück? Ja, ich sage, es ist eines unserer besseren und deren gibt es wenige. Aber endlich fügt sich die deutsche Bühne dem guten Geschmack. Gott sei Dank dürfen wir hoffen, dass all die unsinnigen sogenannten berühmten Stücke ganz von der Bühne verbannt werden. Naja, wir wollen uns erfrischen. Habe ich viel Angst Oh.
betrachtet mich. Jeder verachtet mich! Jeder wünscht, ich wäre tot. Und Wein zu zaubern. Durch meine Augen. Niemand wälzt sich so im Kot. Jeder ist ein Sex. Jeder ist verletzt. Ich habe den Rasen so ungefähr, dass er doch dieser Paket ist. Er hat sich zu mir schreit, von der Mund und sich zu mir schreit, der Schreit von Schreit, ich lache so, bevor ich mich zu bieten habe, ich habe den Rasen ungefähr. Ihr, die, ihr bin ein Kastran. Warum ist man so verfahren?